Ah, Mann, Mann, Mann. Aber so muss das laufen. Ich muss die alle drei gut runter machen, sonst haben wir keine Chance. Okay, ich darf jetzt den Feuerspeier erstmal nicht mehr angreifen, meine ich. Yo. Raged mit seinem Feuer hier aber, ne? Hab ich nicht kommen gesehen? Scheibenkleister? Alter, mein Gott, ich komme nicht mehr raus. Scheiße. Ja, oh. Ich kann nichts machen. Nicht mehr zum Angriff. Alter. Alter, warum? Seit wann macht denn diesen Angriff? Der hat er vorher nie gemacht, ich sag's euch. Oh, und dieser blöde Peitschenangriff. Oh, yo! Alter. Warum? Seit wann macht der denn so einen Stress? Der hat vorher gar nichts gemacht, der Typ. Mit seinen Feuerbällen. Jetzt auf einmal haut der nur raus. Krass. Dann ist der doch der Schlimmste, ey. Heftig. Heftig, heftig. Krass, krass. Der hat ja wirklich nichts gemacht die ganze Zeit. Nur seine blöden 3 Bälle. Und jetzt auf einmal haut er ja seine Ultra-Attacken raus. Das ist unglaublich. Finde ich total faszinierend und schockierend irgendwie. Die ganze Zeit nur passiv geblieben und jetzt... Also diese Attacke mit den Flächenschaden von den Feuerbällen finde ich extremst übertrieben. Also wenn er die, ihr habt das ja gerade gesehen, wenn er 3-4 Mal hintereinander die Feuerbälle macht und dann diesen Flächenangriff, da hat man ja keine Chance. Da rollt man weg und dann kommen die Feuerbälle angeflogen. Eieiei. Schon übel. Okay. Scheiße. Ja, ich habe begriffen, dass du der böseste, verdammte Penner auf der ganzen Welt bist, du Arsch. Alter, mit seinem scheiß Feuerspucken und der mit seinem scheiß... Was auch immer das darstellen soll. Ja, ich hab's begriffen. Ich hab's begriffen, Junge. weiß echt nicht, was ich machen soll, ne? Es ist unglaublich. So lächerlich, ne? Ich meine, dass die den Angriff machen, obwohl alle drei noch da sind. Das heißt, man muss da wirklich voll strategisch rangehen. So haben wir keine Chance. Das ist richtig heftig. Eieiei. Das heißt, wir müssen... Eieiei. Wir müssen Blutechos farmen, beziehungsweise Blutfiolen. Wir sind auch noch ein bisschen zu schwach dafür. Also strategisch gesehen müssen wir alle auf die Hälfte runterhauen. Dann müssen wir unbedingt den Feuermagier töten. Dann würde ich den Feuerspucker töten. Und dann würde ich... müsste ja richtig lustig werden jetzt. Ja, jetzt müssen wir ein paar Blutfiolen farmen. Ich weiß nicht, ob das hier der beste Spot dafür ist oder ob wir besser irgendwie Blutechos farmen und die kaufen. Aber ich habe mir eigentlich angewöhnt, das immer hier zu machen. Beziehungsweise früher habe ich das immer hier gemacht und deshalb machen wir es jetzt auch hier. Boah, das... Aber hey, wir haben das ganze Gebiet fertig erkundet. Und ich habe schon eine Strategie für den Boss. Das ist doch fabelhaft. Ja, hier habe ich die immer gefarmt. Ihr seht, das dauert sehr lange. Wer droppt denn noch welche? Wo können wir denn noch schnell hingehen von hier aus? Wir können auch was anderes machen. Ich überlege gerade. Das können wir auch mal ausprobieren. Also ist auch von den Blutechos her ein bisschen lohnenswerter. Der erste Versuch wäre es halt gewesen, ne? Das ist so ärgerlich einfach. Wir hatten auch noch so viele Blutfiolen über. Das war einfach so ein Quatsch. Die da gestorben sind. Ah. Okay, die sind stärker als ich dachte. Bei denen wollte ich die farmen und das scheint auch zu funktionieren und wir bekommen auch relativ viele Blutechos für die. Ah. Na komm. Oh ja, das lohnt sich. Sollen wir einfach 20.000 Echos sparen und uns dann Ludwigs Klinge kaufen? Vielleicht ist es einfach Zeit, dass wir unsere erste Waffe ablösen. Wenn nochmal den Spaß, dann haben wir es ja schon fast. Sollen wir es einfach mal machen? Ja, oder? Wir holen uns einfach Ludwigs Klinge. Oh. Na, ja, ich bin immer noch, also was mich aktuell im Kopf noch beschäftigt, ist der erste Versuch, weil der einfach so gut war. Der war einfach so gut. So, ich habe gerade jemanden gerufen. Mein Headset ist nicht... mein Headset. Mein Mikro ist nicht kaputt, keine Sorge. Da habe ich ein bisschen wieder hier... Internetprobleme, aber irgendwie... Es ist inzwischen normal, dass Internet nicht so richtig funktioniert. Da habe ich mich schon fast dran gewöhnt. Die droppen die wirklich ohne Ende, die Blutfiolen. Meine Herren. Das ist enttäuschend, muss ich sagen. Was ist das denn jetzt? Ich weiß schon, das ist das, was die Hexe immer beschworen hat, aber warum ist das hier? Okay. Verunsichert mich natürlich nur minimal. Okay, haben wir 8 Violen plus gemacht, müssen jetzt wahrscheinlich nochmal einen opfern, weil ich jetzt hier noch ein paar Patronen holen möchte. Irgendwie stört mich das, dass die jetzt auftauchen. Ich will nicht, dass jetzt überall Gegner spawnen. Das soll bitte nicht überall passieren. Ich hab gesagt, nicht überall. Nee, nee. Und tschüss. Eieiei. Hätte das mal geklappt beim ersten Versuch. Mann. Ich präsentiere euch Ludwigs heilige Klinge, die wir nicht benutzen können. ...16 Stärke. Wir nutzen mal viele unserer gefundenen Kaltblutgegenstände. Passt. Welcome. What? Very well. Let. Farewell, May. Ach ja, ist das schön. Aber gut, dafür sind sie ja da, ne? Ich präsentiere euch Ludwigs heilige Klinge. Ja, mit dem Ding auf dem Rücken. Also es ist ein normales Silberschwert, wie ihr sehen könnt. Ich kann den Text mal vorlesen, da habe ich das schon. Man sagt, das Silberschwert wurde von Ludwig, dem ersten Jäger der Kirche, benutzt. Bei der Transformation vereinigt es sich mit der Schwertscheide zum Großschwert. Es weicht in mehreren Punkten vom Entwurf der Werkstatt ab, was darauf deutet, dass die Kirche viel größere unmenschliche Bestien erwartete. Großschwert. Schwert. Oh. Sehr geile Waffe. Kann man die nicht irgendwie entfernen, die Steine? Ist, glaube ich, schon ein bisschen besser, ne? Boah, jetzt muss ich mich erstmal wieder komplett umgewöhnen, ne? Das wird ein Spaß. Ja, jetzt bin ich aber auch ordentlich aufgestiegen gerade, ne? So halbwegs unbewusst. Stufe 47 sind wir jetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die ganze Zeit Stärke hochgepusht. Ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet, ob wir irgendwie jetzt mehr Widerstand bekommen haben oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Wir gehen jetzt einfach mal irgendwo hin, um das Schwert mal auszuprobieren. Wie gesagt, ich habe das jetzt seit Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ich habe ja das Spiel nochmal versucht. Das habe ich euch ja erzählt. Ich habe das Spiel ja nochmal versucht aufzunehmen. Ich habe es auch aufgenommen damals, ein paar Videos lang. Und da habe ich aber nur mit dem Sägesperr gespielt. Mit dem Sägeschwert, mit dem Standardschwert, ihr wisst schon. Ne, mit Sägehackbeil. Das Schwert habe ich noch nie benutzt. Einen Moment bitte. So, ich musste nochmal rufen. Okay, das ist sehr schwer. Das ist richtig schwer. Oh mein Gott. Also so schwer habe ich die Schlagbewegungen nicht in Erinnerung. So anders vor allen Dingen. Wie schlägt der denn? Das ist doch ein Schwert, kein Zahnstocher, Junge. Oder Mädchen eben. Das ist schon echt eine Umgewöhnung, glaube ich. So. Also das ist eine Umgewöhnung auf jeden Fall. Das wird wahrscheinlich schwierig. Nein, der hat den Edelstein verloren, wie doof. Aufgeladene Schlag war doch so... Genau, der Stichschlag. Okay. Das ist schwierig. Ich weiß nicht so richtig, ob ich mich freuen soll oder ob ich traurig sein soll, weil... Das ist richtig fremd irgendwie. Dieses rechts-links, dieses passiv nach vorne schlagen, das ist ganz merkwürdig. Gut, ich habe jetzt auch intensiv nur mit dem anderen... Ne, mit dem Sägehackbeil gespielt hier. Zack, zack. Und dann kommt einfach... Schwung, schwung, schwung. Die Reichweite ist gefühlt kürzer, was total merkwürdig ist. Boah, ich weiß aber nicht, ob das jetzt besser wird oder schlechter. Wahrscheinlich schlechter. Wahrscheinlich einfach schlechter. Wenn ich einmal da lang laufe, kann ich mir 17 Blutfiolen kaufen. Ja, okay, dann ist es wirklich der beste Farm-Spot für Blutfiolen. Definitiv. Machen wir es noch einmal. Hätte der erste Versuch mal geklappt. Okay. So, jetzt muss ich mal versuchen, irgendwie mit diesem komischen Schwert klarzukommen. Wie gesagt, ich glaube, ich habe das früher auch echt gespielt. Das ist schon machbar, aber es ist halt wirklich fremd. Uah. Top. Ich verstehe die Reichweite einfach nicht. Katastrophal. Boah, das Schlagen, das ist alles doch so merkwürdig. Boah, ich muss mich echt dran gewöhnen. Eieiei. Eieieiei. Mit mir Schikane komme ich auch nicht direkt klar, ne? Das ist ja alles Gewohnheitssache im Nachhinein. Krass. Das ist krass. Das ist krass, krass. Wenn der Stream stockt, das kann durchaus an mir liegen. Also jetzt aktuell liegt es nicht an mir. Aber gerade eben hatte ich ein paar Probleme. Also wenn du jetzt gerade Probleme hast mit dem Stream, das liegt nicht an mir. Also ich habe eine konstante grüne Bitrate von 6000. Also es ist alles gut bei mir. Ich kann ja mal kurz Interesse halber selber gucken, wenn ich den Stream selber aufmache. Aber normalerweise, ich hatte vorhin ein Problem, das kann gut sein, aber jetzt gerade müsste eigentlich alles flüssig laufen. Ich mache den mal selber auf, Moment. Ah, jetzt dürfen wir nur nichts hören, Moment. Machen wir Desktop-Audio einfach stumm. Jetzt zum Beispiel, ich habe wieder Probleme, wahrscheinlich weil ich das Internet aufgemacht habe. Aber generell dürftest du eigentlich keine Probleme haben. Aber nett, dass du mich darauf hinweist, weil wenn es mir niemand sagt, merke ich es logischerweise auch nicht. Nö, bei mir ist alles sauber. Bei mir ist alles sauber. Ich weiß gar nicht, wie ich das... Ja, wie gesagt, ich habe den Stream selber offen, bei mir läuft alles sauber. Tut mir leid, dann muss es an dir liegen. Also wenn ich meinen Stream selber gucke, ist alles sauber und dann gehe ich mal davon aus, dass das auch funktioniert. Also belaste mich ja quasi dann sogar doppelt, weil ich ja gleichzeitig den Stream auch noch zeige und mir den auch noch angucke und trotzdem läuft es sauber. Also ich denke mal, keine Ahnung. So, wir machen das jetzt so. Das ist eigentlich schwachsinnig, oder? Wie machen wir das jetzt am besten? Wir gehen noch einmal zum verbotenen Wald und gucken uns noch einmal an, wie genau ich jetzt mit dem Schwert klarkomme. Ich will jetzt nicht hier die Blutfiolen raushauen. Für den Bosskampf, wenn ich sowieso noch keine Ahnung habe, wie die Waffe funktioniert. Daher, packen wir erstmal 10 Fiolen weg, wieder hiervon 10 weg und gehen erstmal ein bisschen mit der Waffe trainieren im Wald. Dann können wir mal gucken, weil das lohnt sich ja nicht, das da zu machen, wo wir gerade waren. Mit den großen Typen, mit der Hellebarde. Weil da kann man nicht gut üben, außer halt kontern. Und ich will nicht kontern üben, ich will üben, ne, zu schlagen. Weil das ist katastrophal. Also ich will nicht sagen, dass das Schwert schlecht ist, auf gar keinen Fall. Das ist geil. Ich habe es früher auch echt, ich glaube sogar fast lieber genommen als das Chicago. Aber... aktuell. Man nimmt halt das Großschwert dann, denkt so, yo, wie in Dark Souls, jetzt hau ich dem erstmal voll einen auf den Deckel. Und dann ist die Reichweite gefühlt voll mini. Ja, man muss echt nah ranlaufen, das ist total gruselig. Mhm. War geil gemacht, ne? Die Verzierung da hinten drauf und sowas. Ah, es ist okay, ne? Es ist eigentlich nur merkwürdig, dass die Reichweite nicht so hoch ist. Kann dir einen Hinweis geben, woran es liegen könnte. Ich schreibe es dir mal eben in den Chat, wenn du wirklich nichts siehst. Das ist wahrscheinlich, ist das tatsächlich die Lösung. Oh, und ich habe gerade keinen Spielsound gehabt, weil ich vergessen habe, den Desktop-Sound wieder anzumachen. Ich schreibe es dir mal eben in den Chat. Bitteschön. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertippt. Wenn doch, kannst du den Rechtschreibfehler behalten. So, nee, die Frage war gerade, warum es ruckelt bei einem Zuschauer. Die Antwort ist wahrscheinlich die, dass, weil ich eben kein Twitch-Partner bin und keine Ahnung, nicht so viele Zuschauer habe, kann man bei mir nur automatisch, das heißt Quelle gucken. Das heißt, man kann bei mir nicht irgendwie auf 720p, auf 360p, auf 30 Bilder, sondern man muss meine Quelle machen. Und meine Quelle sind 1080p, 60 Bilder pro Sekunde. Und wenn eure Leitung das quasi nicht packen würde, könnt ihr das auch nicht runterstufen. Dann ruckelt's bei euch. Das ist ein bisschen doof. Aber ich kann nichts ändern, ne? Ihr könnt Twitch gerne anschreiben und euch beschweren, dass die mich höher stufen... Oh, die Falle. Dass die mich höher stufen sollen, damit das Ganze funktioniert. Aber ich denke mal, das wird die nicht allzu sehr interessieren. So, zum Abschluss machen wir jetzt noch einmal den Bosskampf. Das wird eh nicht funktionieren, weil ich die Waffe auch nicht kenne. Aber ich denke mal so... lustigerweise oder humorvollerweise probieren wir das Ganze noch einmal. Ah. Das ist halt so ein bisschen doof, ne? Ich meine, ich finde, Twitch arbeitet halt sehr stark dagegen, dass sich Kleine irgendwie implementieren können. Ihr wisst, was ich meine. Ich meine, warum haben die Kleinsten die größten Einschränkungen? Ja, er macht Sinn, weil die durch mich kein Geld machen. Ist logisch. Aber wäre es denn nicht sinnvoller zu sagen, dass man bei mir die Qualität meinetwegen nur auf 720p stellt? Oder so? Weil die Reichweite wird ja automatisch auf die runtergebrochen, die ein gutes Internet haben. Oder ich streame in schlechter Qualität, was ich ja auch nicht will. Wobei das auch eine Überlegung wert wäre, oder? Einfach 720p streamen, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. 720p, 30 Bilder. Ja, dann habe ich aber ein bisschen Angst, wenn meine Aufnahme schief geht, könnte ich mir die runterladen bei Twitch. Und das geht dann eben auch nicht, weil die Aufnahme dann hässlich ist. Echt blöd, wie gesagt. Finde ich ein bisschen schade, dass Twitch das so macht. Das stört mich schon von Anfang an. Das ist nämlich bei YouTube-Streaming nicht. Aber ich möchte gerne Twitch und YouTube parallel als zwei Medien nutzen, weil ich finde das eine gute Möglichkeit, um zu sagen, das ist sozusagen Archiv, schön geortet, Videos, so ne, Let's Play-Projektmäßig und auf Twitch die Livestreams, wo man locker spielt und das Ganze dann nicht archiviert wird. Und eben auch Sachen gezeigt werden, die auf YouTube nie gezeigt werden. Spiele, die man vielleicht gar nicht so, ja, für die Ewigkeit festhalten will. Zum Beispiel einfach nur ein, eine Runde, oh, lasst mich jetzt mal irgendwas sagen... Eine Runde, das ist kein einziges Beispiel, das ist auch doof, ne? Dead by Daylight, was weiß ich denn, auch wenn ich es nicht mal besitze, aber einfach so. Ne, das über YouTube, mit YouTube-Streaming, das muss nicht sein, aber jetzt so auf Twitch dann so, warum nicht? Ne? Daher finde ich das ganz geil, diese zwei Medien zu nutzen, diese zwei Plattformen und nicht nur eine. Aber Twitch ist eben ein bisschen, finde ich, ungerecht oder eben, ja, kontraproduktiv für Kleine, wenn sie eben sagen, dass die Kleinen die Qualität nicht ändern lassen dürfen. Ich würde euch gerne die Qualität ändern lassen, aber ich darf nicht. Das ist die Kurzfassung. Der Schaden ist deutlich höher, ich kann es euch nicht sagen. Also für meinen Geschmack nicht. Jetzt keinen Unterschied tatsächlich. Warum denn nicht einfach ein Mann gegen Mann-Kampf? Es ist echt nervig, dass man immer halt weglaufen muss. Mein Gott. Das ist total doof. Manchmal kletten die so an einem, bei einem anderen Versuch gar nicht. Jeder Versuch ist so anders. Ich habe das Gefühl, jetzt brauchen wir doppelt so lange, um eine Blutfiole zu benutzen. Alter, ich hab's aber heute mit dem Timing gerade gar nicht, ne? Mein Gott, und wie die beiden jetzt so übelst auf Range gehen, ne? Alter. Mein Gott, ey. Alter. Du Arschloch! Oh. Blutrausch, wir haben es geschafft. Alter, das war aber mit 2 Fiolen, ey. Ich kotz echt an die Decke, ne? Im Strahl, so. Dass ich jetzt wieder runterkomme. Lag es an der Waffe? Nein. Nein. Also auf gar keinen Fall würde ich sagen, dass es an der Waffe lag. So, wir machen jetzt mal eine Pause. Hier für kleine Jungs. Und was auch immer da hinten wartet, ist auf jeden Fall schlimmer als das, was vorher war. Und da habe ich... Das hat mir ja schon gereicht. Ach. Gut. Very well. Let me. Farewell, good may you. Mir egal. Ich weiß, das ist Geldverschwendung, aber ganz ehrlich, wir müssen eh irgendwann farmen. Ob wir Blutechos farmen oder Blutfiolen, das ist mir dann echt einerlei. Wie geil. Okay, gut. Beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter für YouTube. Auf Twitch geht es jetzt direkt weiter. nach einer kurzen Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich, beziehungsweise bis morgen oder übermorgen, wann es dann auch immer auf YouTube weitergeht. Tschüss!